Heute ist der 8. April 2017. Auf dem Weg zur Basteibrücke wollte ich mir einige imposante Felsformationen noch einmal genauer anschauen. Hier sehen wir nun einen solchen Felsen, der aus Sandstein ist. Daher kommt auch der Name der Sächsischen Schweiz, die auch als Elbsandsteingebirge bezeichnet wird. Nein, noch ein Mensch kommt. Nachhut? Ich weiß nicht, wer noch kommt. Nach einer etwa 40-minütigen Wanderung stehe ich nun direkt auf der Basteibrücke. Hinter mir liegt der Ort Raten. Die steinerne Basteibrücke liegt nun hinter mir. Von hier aus kann man einen wunderbaren Blick auf die Landschaft des Elbsandsteingebirges werfen. Aber nicht, was ich hinten brauche. Um ca. 15.30 Uhr habe ich mich auf dem Rückweg von der Bastei wieder auf nach Raten gemacht. Hierfür habe ich mich für die Schwedenlöcher als Route entschieden, weil die Schwedenlöcher grandiose Felsen bieten. Findet man wirklich malerische, atemberaubende Schluchten in den Schwedenlöchern. Einfach der Wahnsinn.